Einmarsch einer Ehrenformation auf Schloss Guteneck in der Oberpfalz. Soldaten der 1. Kompanie des Versorgungsbataillons 4 in Roding treten an, um ihren Spieß zu verabschieden. Also Kompanie, rührt euch! Nach 35 Dienstjahren bei der Bundeswehr geht Oberstabsfeldwebel Josef Windirsch in den Ruhestand. Die Familie und 200 Gäste sind dabei, bei einer Verabschiedung, die so nicht alle Tage stattfindet. Da kommen so viele Gedanken durch den Kopf, das war man eigentlich gar nicht beschreiben kann. Das ist wirklich ein Gefühl und zwar ein mulmiges Gefühl, ja. Einige Tage zuvor in der Arnulf-Kaserne in Roding. Alltag mit den vielen Dingen, mit denen sich ein Kompaniefeldwebel beschäftigen muss. Spieß, das war Josef Windirsch in den vergangenen 15 Jahren mit Leib und Seele. Ich habe immer gesagt, meinen ersten Tag als junger Gefreiter, jawohl, ich möchte auch die gelbe Kordel haben. Spieß zu sein, das hieß für ihn immer, sich um seine Soldaten zu kümmern und Probleme zu lösen. Man muss einfach auch mal zuhören können, nicht? Einfach wirklich die Betroffenen auch mal aussprechen lassen, Verständnis zeigen. Und es gibt immer einen Weg. Nicht? Es ist nicht so schlimm, wo man nicht helfen könnte. Und ich habe halt immer versucht, allen gerecht zu werden. Und da muss man natürlich auch einiges bieten. Man muss immer da sein, die Tür muss immer offen sein. Man muss Veranstaltungen anbieten. Man muss alle mit ins Boot nehmen. Und das, glaube ich, ist in den letzten Jahren mir gut gelungen. Charakterstärke und Menschenkenntnis, Einfühlungs-, aber auch Durchsetzungsvermögen sind die Eigenschaften, die Oberstabsfeldwebel Windirsch wie kaum ein anderer verkörpert. Er muss das Unteroffizierkorps zusammenhalten, aber auch für die Mannschaftssoldaten da sein. Er kann wie selten jemand anders eine Verknüpfung herstellen zwischen den lang gedienten Soldaten, aber auch den Jungen. Er kann trösten, er kann jemand aufnehmen, er kann verbinden. Er kann wieder jemand aufrichten und er kann aber auch mal ein strenges Wort sagen. Den Großteil seiner Laufbahn verbrachte Josef Windirsch in seiner oberpfälzischen Heimat. Von 1997 bis 2013 führte ihn ein halbes Dutzend Auslandseinsätze nach Bosnien, in den Kosovo und nach Afghanistan. Doch das ist Vergangenheit. Jetzt, zum Ende seiner Dienstzeit, arbeitet er seinen Nachfolger ein, der in wenigen Tagen den Job als Spieß der 1. Kompanie übernehmen wird. Josef Windirsch dagegen wird sich im Ruhestand in seiner Heimatstadt Pleistein endlich mehr für den Sportverein engagieren können. Für ihn eine Herzensangelegenheit. Da gibt es natürlich noch vieles zu verbessern. Das liegt auch an der Zeit, wo mir bisher noch natürlich fehlt. Und deswegen freue ich mich auch, für diesen Sport dann in der Zukunft noch mehr Zeit zu haben. Der Sportverein, auch für Ehefrau Christina von großer Bedeutung. Sie hat das Vereinsheim gepachtet. Als Soldatenfrau hat sie in der Region ehrenamtlich fast 10 Jahre lang die Familien von Soldaten zusammengehalten, die im Einsatz waren. Nun ist sie aber froh, dass ihr Mann in den Ruhestand gehen kann. Also ich freue mich auf die Zeit. Es ist vieles liegen geblieben, was wir gemeinsam jetzt dann noch erfüllen und machen wollen. Die Kinder sind unterwegs in ganz Deutschland, die wollen wir besuchen. Und dann natürlich hier auf dem Fußballplatz ist viel Arbeit. Und wenn man das nicht alleine machen muss, dann ist es sehr positiv. Auf Schloss Guteneck ist unterdessen der große Augenblick gekommen, die Übergabe der Spießschnur von Oberstabsfeldwebel Windirsch an seinen Nachfolger. Herr Oberstabsfeldwebel Windirsch, hiermit empfinde ich Sie von den Aufgaben des Kompaniefeldwebels, der 1. Kompanie des Versorgungsbataillons 4. Vielen Dank für Ihren außerordentlichen Einsatz. Sie können mit Stolz auf Ihre Dienstzeit zurückblicken. Herr Staatsfeldwebel Hermann, hiermit übertrage ich Ihnen die Aufgaben und die Verantwortung des Kompaniefeldwebels der 1. Kompanie
des Versorgungsbataillon 4. Viele Zeit, viel Soldatenglück und allzeit ein glückliches Händchen. Erste Kompanie, Rührleut! Schließlich wird der alte Spieß mit kräftigen Böllerschüssen in den Ruhestand verabschiedet. Salut! Es ist mir wirklich sehr, sehr nahe gegangen, das muss ich wirklich sagen. Ich habe ja von den wenigsten was gewusst. Ich habe gewusst, dass die Spießschnur übergeben wird, aber was dann drumherum noch ist, das habe ich nicht gewusst. Und das war wirklich für mich emotional und es war beeindruckend. Ein beeindruckender und bewegender Abschied für den verdienten Soldaten, der nach seiner militärischen Laufbahn voller Verpflichtungen nun endlich mehr Zeit für seine Familie hat.